Jonas, Glückwunsch zum Sieg. Auch für dich ein ganz gutes Spiel, sowohl offensiv als auch defensiv. Saragossa hat mit sehr großen Centern gespielt. War das eine Umstellung für dich? Ich habe auch schon vorher gegen große Center gespielt. Ich denke mal, gerade Saragossa an sich ist eine sehr gute Mannschaft. Die sollte man nicht unterschätzen. Und die haben, wie gesagt, sehr gute Inside-Spieler. Und ich denke mal, das haben wir heute in einer phasenweise auch sehr gut in den Griff bekommen. Im zweiten Viertel gab es ja die Verletzung von Leon Radojevic. Danach hast du natürlich mehr Spielanteile bekommen. War das irgendwie schwierig für dich, in diese Situation dann reinzukommen? Was ist das schwierig? Ich suche ja selber noch ein bisschen so meinen Rhythmus, ehrlich gesagt. Ich komme jetzt selber erst wieder von der Verletzung zurück und musste dann in die Bresche springen. Ich hoffe, dass Bali auch nicht so schlimm ist und dass wir halt dann wieder normal rotieren können. Aber ja, ich bin froh, dass ich meine Leistung heute abrufen konnte und für ihn einspringen konnte. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Am Samstag gibt es schon das nächste Bundesligaspiel gegen Weißenfels. Was erwartet uns da? Ja, ich denke mal, das wird wieder ein anderes Spiel. Der MBC ist sicherlich eine gute Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Die spielen sehr hart. Jetzt gilt es sich darauf, so gut es geht vorzubereiten, auch wenn die Zeit kurz ist. Super.